Warum rannte er denn jetzt schon wieder auf die... Aber er ist ja auch so anstrengend, Leute. Ich habe ihn doch jetzt gerade in den Unterstand gestellt. Das Erste, was ihm einfällt, ist, er rennt wie ein Geisteskranker auf die Koppel, wenn er krank ist. Jetzt regnet's. Der kriegt noch eine Lungenentzündung, wenn's pressiert. Es ist doch furchtbar. Er hört halt auch nicht. Ja, dann musst du wieder in die Box. Es hilft ja nichts. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Morning Dust Rant. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wann ich diese Folge jetzt bringe. Ob ich die jetzt schon irgendwie morgen bringe, weil heute ist erst Montag. Gestern kam erst die letzte Folge. Aber Leute, ich habe im Moment so viel Spaß an diesem Spiel. Es ist einfach so mega toll. Ich bin hier schon auf der Hauptseite, Leute. Die Treue habe ich heute schon bestätigt. Ist mal ganz wichtig. Ihr habt mir so viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Ich danke euch allen. Ich versuche das wirklich alles auszuführen und ich glaube, die Kampfzicke war es. Hallo! Servus, ich grüße dich recht herzlich und vielen, vielen Dank für deine vielen, vielen Tipps. Also ich glaube, Kampfzicke, Kelly und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer auch noch alles war, aber ihr beide habt mir auf jeden Fall super, super viel geholfen. Auch noch ganz, ganz viele andere Leute, also versteht mich nicht falsch, aber die blieben auf jeden Fall in Erinnerung mit ihrer Geduld mit mir. Und die hat gesagt, 28 Tage lang muss man die Treue bestätigen und dann bekommt man EC-Punkte. Das sind so Punkte, mit denen kann man dann im Shop, im EC-Shop, Moment hier, kann man sich dann da Sachen aussuchen. Also ein EC für 3000 DD zum Beispiel. Oder man kann sich Rufpunkte holen. Oder trage einem Pferd sofort die Zuchtschau ein. Das Pferd muss bereits beritten sein. Das ist mega cool, aber man braucht 5 EC. Das ist bestimmt mega, mega lang. Und hier eine Vitaminspritze. Und dann bekommt man die volle Gesundheit. Das ist natürlich auch mega nice, Leute. Und guckt mal dieses wunderschöne Set an, Leute. Ich brauche es in meinem Leben. Ich brauche es in meinem Leben, aber... Ich brauche 6 EC dafür, Leute. 6 EC. Das ist nämlich auch so schön. Das kostet nochmal 6 EC. Leute, das wird nichts, ne? Also wenn man ein EC alle 28 Tage bekommt, das ist richtig übel. Und man kann nämlich mit echtem Geld, kann man hier, also man kann schon hier spenden. Und dann bekommt man auch ein Set geschenkt. Aber halt die Sachen im Spiel, da kann man sich halt damit nichts holen, ne? Leute, nichts. Ich habe es auch ein bisschen, darf ich das sagen? Ja, verkackt. denn die Lehrpferde. Ich hatte tagelang nach einem Lehrpferd gesucht, Leute. Und ich habe keins gefunden. Und dann habe ich endlich ein Lehrpferd gefunden, das ich haben wollte. Dann habe ich da drauf gedrückt und dann konnte ich es nicht annehmen, weil man kann nur in der ersten Woche, wo man angemeldet ist, ein zweites Lehrpferd besorgen. Das hatte ich auch irgendwo gelesen, nur ich habe es einfach ignoriert und vergessen und ich hatte halt die ganze Woche kein geeignetes Lehrpferd gefunden, weil halt auch nicht, ihr seht jetzt gerade eben, sind auch wieder keine Lehrpferde im Spiel, weil es einfach super schwierig ist, Lehrpferde zu bekommen, weil wir haben ja erst neu angefangen mit der 4.0 und da sind einfach auch noch nicht so viele Pferde im Spiel. Mit meinem Job hat sich im Moment noch nichts getan. Ich kann erst morgen den Job kündigen und wieder den Newbie-Job annehmen. Da freue ich mich mega drauf, denn dann bekomme ich endlich wieder Kohle, Leute. Aber was ich euch eigentlich heute zeigen wollte, ist mein kleiner Shadow. Der ist so süß, oder? Er hat immer noch seine Decke dran, steht in der Box, Leute. Also vielen Dank übrigens, ne? Also ihr habt mir alle so viele Tipps gegeben. Er hasst ja eigentlich die Box. Die Zufriedenheit ist aber dieses Mal nicht gesunken, Leute. Ich habe keine Ahnung, warum. Bis jetzt war es so, ich habe ihn immer auf der Weide gehabt oder im Unterstand. Und da ist die Zufriedenheit gestiegen. Und dann hatte ich ihn zweimal in der Box. Also einmal so und einmal, als ich schon eine Decke draußen gebraucht hätte. Und da ist seine Zufriedenheit von 6% auf 0% gesunken, Leute. Auf 0%. Und das ist jetzt nicht der Fall gewesen und die Gesundheit ist gestiegen. Ich habe gestern, habe ich ihn nur spazieren geführt und ansonsten habe ich ihn in der Box stehen lassen. Und ja, und seine Gesundheit ist 10% gesteigert, Leute. Das heißt, ich nehme mal an, ich habe ihn einfach ein bisschen überfordert. Er ist die ganze Zeit im Offenstall gestanden, wo er viel Bewegung hat. Und dann habe ich ihn auch noch geritten bis 100%. Und es war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel. Ihr seht jetzt hier, die Huflänge ist zu groß. Wir müssen ihn zum Hufschmied schicken. Aber bevor wir das machen, Leute, putzen wir unser kleines Pony erstmal. Und misten seine Box. Geben Futter, füllen das Heu auf und den Wasserdruck. Jetzt hat er zu trinken und zu fressen, Rauffutter, Kraftfutter, alles ist da. Dann bringen wir ihn mal raus.
Ja, Mensch, das regnet. Okay. Dann bringen wir ihn in den Unterstand, dann rufen wir nämlich den Hufschmied. Leute, keine Sorge, ich stelle ihn danach schon wieder in die Box. Ich hab's verstanden. Er muss in die Box, um Gesundheit zu regenerieren. Kein Stress jetzt, ne? Rastet jetzt nicht aus in den Kommentaren, ich hab's verstanden. Okay? Ich bin nicht beratungsresistent, okay? Also keine Panik hier auf der Titanic. So, dann müssen wir zum Hufschmied. Der ist nämlich hier. Also hier ist der Tierarzt. Da können wir Impfen, Wurmkur, Zahnbehandlung und eine eventuelle Krankheit können wir da behandeln. Aber unser Pferd ist gesund. Das einzige Problem, das wir haben, ist die Huflänge. Zahnlänge auch bald, aber das ist noch grün. Also ihr habt mir gesagt, solange alles easy grün ist, ist alles prima. Die Gesundheit ist übrigens auch wieder bei Grün, was mich sehr, sehr freut. Aber wir wollen jetzt nichts riskieren, Leute. Wir wollen jetzt nichts riskieren. Wir gehen jetzt spazieren noch ein paar Tage und machen hier Boxenruhe und so weiter, ne? Also ich möchte nicht, dass mein Pferd irgendwie krank wird oder stirbt oder sowas. Dafür mag ich ihn viel zu lieb, viel zu gern. Und Leute, ich stehe total auf dieses Spiel. Ich bin total hysterisch. Ich verbringe viel zu lange in diesem Spiel pro Tag. So, also aber Leute, jetzt bin ich abgeschweift. Huflänge haben wir hier am Start. Huflänge ist bei 73%. Vermutlich könnte man jetzt noch 2, 3 Tage warten, aber wollen wir jetzt nicht. Jetzt bin ich nicht sicher, ne? Leute, jetzt habe ich ein Problem, weil wir haben hier die Auswahl zwischen Hufe ausschneiden, normal beschlagen und Spezialbeschlag. Woher weiß ich denn, was ich brauche? Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich hätte jetzt gesagt, ich möchte gerne, dass mein Pferd barfuß läuft. Also, meine Stute ist Zeit ihres Lebens barfuß gelaufen. Sie hatte nur mal, wenn wir Turniere, also wenn sie Turniere gegangen ist, hatte sie Slider drauf. In der Turniersaison, aber das war ganz, ganz selten. Und später, als sie dann sowieso älter war, hatte sie dann sowieso, also wir haben lange keine Turniere da mehr geschaut. Und dann hatte sie immer, sie ist immer barfuß gegangen und ich habe die auch immer selber ausgeschnitten. Alle 3 Monate kam immer die Hufpflegerin, hat mich immer ganz fest gelobt, wie toll ich das gemacht habe. Dann war ich immer super zufrieden und dir dann ein bisschen einfach auch geguckt und mir nochmal gezeigt, was ich noch verbessern kann und so weiter. Und es hat super funktioniert, ihr ganzes Leben lang. Und deswegen bin ich absolut begeistert von Barhuf gehen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich wieder in die Kommentare schreiben, Sandy, du musst aber dein Pferd beschlagen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Was soll ich machen? Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Aber dadurch, dass ich ja sowieso jetzt noch ein paar Tage sowieso gar nichts gehen kann, keine Turniere und nichts, hätte ich einfach gesagt, ich mache Hufe ausschneiden. Oder, Leute, was wir auch noch machen könnten, ist in die FAQ kurz gucken. Okay, Leute, also ich habe jetzt in der FAQ nichts gefunden über den Hufschmied. Ich habe tatsächlich einfach ein bisschen Probleme mit der FAQ, Leute. Ich gebe es ganz offen zu. Das heißt, ich bin auf euch da draußen angewiesen, die schon länger Horse Reality, genau. Sorry. Die schon länger Morning Dust Ranch spielen, weil ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Ich finde nichts. Ich mache jetzt einfach hier Hufe ausschneiden, Leute. Falls falsch war, machen wir beim nächsten Mal dann einen Beschlag drauf. Was für einen Beschlag auch immer. Sagt mir Bescheid, was soll ich nehmen? Ne? Wir machen Hufschmied rufen. Und der Hufschmied wird jetzt benachrichtigt. Und einer von euch, der jetzt bereits schon Hufschmied ist, führt es dann aus. Das heißt, warum rannte er denn jetzt schon wieder auf die. Aber er ist ja auch so anstrengend, Leute. Ich habe ihn doch jetzt gerade in den Unterstand gestellt. Das Erste, was ihm einfällt, ist, er rennt wie ein Geisteskranker auf die Koppel, wenn er krank ist. Jetzt regnet's. Der kriegt noch eine Lungenentzündung, wenn es pressiert. Es ist doch furchtbar. Er hört halt auch nicht. Ja, dann musst du wieder in die Box. Es hilft ja nichts, wenn du nicht hörst, Freund. So, jetzt können wir noch spazieren gehen. Das kriegen wir hin. So ein bisschen spazieren. Ja, 20%. Das passt. Jetzt waren wir ein bisschen spazieren mit ihm, am Halfter, am Strick. Das ist doch super easy, oder? Ich finde es klasse, Leute. So, wir haben jetzt noch 5.385 DD und dadurch, dass ich kein Lehrpferd mehr bekommen kann, dachte ich mir, dass ich mir doch einfach noch ein weiteres Pferd kaufe. Ich weiß, Leute, es ist total bescheuert, aber einige von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, sie haben 2.000, 5.000, 15.000 Minus am Konto und in Morning Dust Ranch ist es wohl auch nicht so problematisch. Das Einzige, was man nicht mehr machen kann, ist wohl, man kann keine Pferde mehr kaufen und ich glaube, keine Ausrüstung oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Aber ja, deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich möchte gerne ein neues Pferd haben. Ich habe jetzt auch schon ein paar Pferde ausgewählt. Wir haben hier einmal den hübschen Mann von Materia Girl. Den hatten wir letztes Mal schon angeguckt. Nur, den kann ich nicht einfach so kaufen, sondern da müsste ich quasi eine Anfrage machen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Dann hatte ich diese kleine Maus gefunden. Die ist doch mega süß, oder? Sie ist eine Quarter Horse Stute in Classic Dun. Seht ihr das? Die sieht super besonders aus, finde ich. Ich finde sie super schön. Sie ist jetzt nicht perfekt, aber sie hat Draining 25%, was ich richtig gut finde. Und Fruchtbarkeit haben wir bei 64%. Sie hat keine Zuchtzulassung. Das heißt, ich muss, glaube ich, sie selber trainieren und Turniere bestreiten, dass ich irgendwie die Zuchtzulassung irgendwie bekomme. Aber das könnt ihr mir ja dann auch nochmal erklären. Es tut mir leid, ich bin so wie so ein kleines Kind. So, Mami, kannst du es mir bitte nochmal erklären? Ich habe es nicht verstanden. Aber sie wäre, glaube ich, schon ein guter Deal. Was bei ihr, glaube ich, nicht geht, ich kann jetzt ja sie nicht mit einem Quarter Horse Deck, mit einem Paint Horse decken, oder? Was passiert, wenn ich sie mit einem Paint Horse decke? Ist es dann nur ein Mix oder ist es dann ein Paint Horse, wenn der Farbe hat? Weil ich hatte in Newbie Guide oder in der FAQ gelesen, dass wenn man Mixe macht, dann werden die nie wieder zu reinrassigen Pferden. Aber die Frage ist, es ist ja ein realistisches Spiel. In Real Life ist es so, wenn man ein Quarter Horse mit einem Paint Horse deckt, dann ist das automatisch ein Paint Horse mit Papieren, also reinrassig. Das ist jetzt noch die Frage, ob das hier im Spiel genauso ist. Weil ich habe nämlich auch einen Paint Horse gefunden. Das ist natürlich mega problematisch, Leute, weil dann haben wir wirklich nur irgendwie ein bisschen über 100 und sie braucht ja auch noch eine Decke. Also wir müssten der Maus ja auch noch eine Decke kaufen. Die Maus hier, die kostet 5.146 und die Maus kostet 5.234. Aber Leute, sie ist natürlich ein Sabino, was das Ganze natürlich schon ein bisschen cool macht. Copper Wild Bay Sabino. Sie sieht halt schon sehr, sehr besonders aus, oder? Sie hat, glaube ich, auch Raining, ja, nur 24%, aber auf jeden Fall Raining und Trail. Das heißt, man kann sie in beiden trainieren und schauen. Wobei Pleasure und Horsemanship 23% ist auch echt gut, finde ich. Also, da kann man nicht meckern. Fruchtbarkeit ist auch fast genauso. Und ach genau, wir haben jetzt noch nicht geguckt, ganz unten. Ich habe jetzt keine Stute rausgesucht, die jetzt super schlecht ist. Wobei man ganz klar sagen muss, die Paint-Stute ist jetzt schlechter wie die Quarter-Stute. Die Quarter-Stute hat viel mehr positive Sachen. Und die letzte im Bunde ist hier auch noch eine Paint-Stute. Und zwar die in Chestnut. Von den Krankheiten kann ich übrigens gar nichts sagen, weil die sind alle nicht getestet. Da kann ich Glück oder Pech haben. Das ist die günstigste. Die kostet 4.992. Die ist auch mega schick, oder? Ich finde sie so hübsch mit ihrem rosa Mäulchen und so. Sie ist einfach so schön. Sie ist in Trail begabt mit 25%, was ich richtig cool finde. Und ansonsten hat sie leider wenig Fruchtbarkeit und ja auch nicht so gute Sachen. Also die Paints sind hier nicht so gut wie die Quarter. Also sie ist, glaube ich, der Stil. Also ich finde sie sehr, sehr schick. Die Frage ist halt einfach nur, wird man mit ihr glücklich oder nicht? Das ist die Frage, weil dann, ich muss ja automatisch, wenn ich sie kaufe und wenn sie eine Zuchtzulassung bekommt, ich habe ja nicht mal eine Ahnung, ob sie eine Zuchtzulassung bekommt, Leute, aber ja, mit ihr könnte ich quasi dann züchten und dann muss ich natürlich Quarters züchten und nicht mehr Paints. Aber ich denke mal, im Laufe des Spiels kann man sich mehrere Pferde kaufen und man kann vermutlich auch das Pferd auch wieder verkaufen, wenn es pressiert. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welches der Pferde ich kaufen soll. Die Quarterstute, die Sabino-Stute oder die Roan-Stute. Also ich hoffe, dass morgen, also sobald das Video dann online kommt, dass dann die drei Stuten noch da sind und dass ich die dann auch noch kaufen kann. Weil dann würde ich nämlich irgendwie, weiß ich nicht, übermorgen oder so noch ein Video filmen, dann für Sonntag schon, wo ich dann eines der Stuten kaufe. Und wenn ich es nicht vergesse, habe ich einfach eine Abstimmung jetzt im Video, oben rechts im i, welche der drei Stuten euch am besten gefällt. Und ich nehme mal an, ich nenne sie Quarter, Sabino und Roan. Okay?
Also das ist Quarter, das ist Sabino und das ist Ron. Ich bin mega gespannt, welche euch am besten gefällt. Wenn natürlich dann die Gewinnerstute nicht mehr da ist, dann nehme ich natürlich dann die, die am zweiten da ist und so weiter, Leute. Ich bin mega gespannt, wie ihr euch entscheidet. Dann war es aber auf jeden Fall von dieser Folge von Morning Dust Rant. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!